Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Wieso, Weshalb, Vegan. Ich bin fast schon ein bisschen aufgeregt, denn heute haben wir ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird. Es geht um einen Mythos und zwar, vegane Ernährung ist so teuer, da muss ich sehr reich für sein. Wir entzaubern heute diesen Mythos, das heißt, was heißt wir? Wir heißt ich, aber zum größten Teil unsere Gästin Grace von ihrem Instagram-Kanal Vegan Sparen. Sie hat alle Tipps, Tricks und Kniffe, wie ihr ausgewogen, lecker, aber vor allem auch günstig vegan unterwegs sein könnt. Und da freue ich mich sehr drauf, denn wir legen direkt da los, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich habe noch ein Thema, was ich in dem ganzen Zusammenhang mit dem Vegan-Sein mega spannend finde. Und ich gucke so letztens, browse ich so bei dir auf deinem Instagram-Kanal so rum und dann sehe ich auf einmal einen Post zu einem Thema, das mich auch sehr beschäftigt, und zwar das Thema Perfektionismus. Ja, da hast du einen Post so gemacht, wo du geschrieben hast, ne, was du schon machst alles, aber es gibt auch Sachen, die du, keine Ahnung, noch nicht verfolgst. Ja? Und ich wirkte auf mich natürlich so, dass du eher so vermittelst, ich bin nicht perfekt in allen Belangen meines Lebens. Kannst du mir vielleicht sagen, wie ist das bei dir? Wie hängt für dich Veganismus mit Perfektion zusammen? Und hast du vielleicht ein, zwei Worte grundsätzlich an die Menschen da draußen, die jetzt vielleicht zuschauen und sagen, ja, das klingt ja alles schön, das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber so ganz weiß ich nicht, ob ich mich daran wage. Perfektionismus ist auf jeden Fall ein großes Thema im Veganismus. Und das kommt von allen Seiten. Also innerhalb der veganen Bubble und auch von außen. Die Ansprüche steigen, sobald man vegan ist. Und man muss sich dann halt so Sprüche anhören wie, ja, jetzt bist du vegan, aber es ist ja alles in Plastik verpackt, dein ganzes Gemüse. Oder Soja und der Regenwald. Und ne, hast du alles auch schon gehört, ne? Klar. Und das kann sehr anstrengend sein, vor allem, wenn man gerade noch am Anfang steht. Und wenn man dann so von Leuten, die selbst nicht vegan leben, solche Sprüche hört, aber dann halt auch von Menschen, die schon vegan sind. Und so ein bisschen, das ist dann wie so ein Wettkampf, so wer ist am vegansten, wer ist der beste Mensch oder was auch immer. Mhm. Und ich habe da sehr Glück gehabt, würde ich sagen, in meiner veganen Karriere. Also mein Umfeld hat sehr gut drauf reagiert und ich musste mir nicht so viele blöde Sprüche anhören. Aber sobald ich auf Instagram war, da habe ich es dann gemerkt. Ne? Mhm. Und es gibt halt so gewisse Themen, die sind schwierig und auch kritikwürdig. Aber es ist halt sehr viel Druck, den man sich da selbst machen kann oder der einem gemacht wird. Und das kann einem die Lust nehmen, überhaupt vegan zu werden. Weil das dann wie so ein Berg ist, von dem man überwältigt wird. Und dann denkt man sich, ach nee, dann lasse ich es halt. Ne? Ja. Und das ist ein bisschen blöd. Da bin ich auch sehr stolz drauf, auf meinem Account. Mir folgen wohl nur 40% Leute, die komplett vegan sind. Der Rest ist nicht vegan. Und das finde ich irgendwie krass für so einen veganen Account. Ja. Und das ist halt auch genau das, was ich mir gewünscht habe. Es soll ein bisschen lockerer zugehen und soll Leute dazu inspirieren, zu Alternativen zu greifen, so oft es geht. Aber ohne diesen Druck reinzubauen, so, ja, das musst du aber von heute an alles genauso machen, weil genau das Problem hatte ich ja damals auch. Mhm. Mein Übergang, der 2 Jahre gedauert hat. Und deswegen Perfektionismus, Riesenthema. Und ich versuche mich davon immer zu distanzieren. Also ich will von niemandem verlangen, dass er oder sie perfekt vegan und nachhaltig und regional und was auch immer lebt. Und ich bin immer froh, wenn man so ein bisschen auch Dinge aufschnappt, die verbesserungswürdig sind. Mhm. Aber trotzdem überlasse ich gern mir selbst und auch der Community dann die Entscheidung, ob man es noch kauft oder nicht. Also gerade wenn es halt um Regionalität und so geht, ich zeige dann die Dinge, ich weise vielleicht auf einen Kritikpunkt hin, aber lass das Thema dann offen für alle. Das finde ich super. Und freut mich auch, dass so viele Menschen die folgen, die nicht vegan sind. Ja, ne? Weil am Ende geht es ja auch darum, dass man Leute irgendwie dazu inspiriert, dass sie das mal ausprobieren. Und das ist natürlich ein schönes Zeichen, wenn du so viele Leute quasi mitziehst und auch dazu beiträgst, dass sie dann pflanzliche Produkte konsumieren. Also richtig cool. Aber ich kenne das natürlich, was du sagst. Vielleicht nochmal so, was würdest du dir wünschen von, sag ich mal, von den Personen, bei denen du das Gefühl hast, dass immer so ein Perfektionismus verlangt wird?
Ich habe mal so ein Sprichwort gehört. Ich glaube, das war irgendwie noch im englischsprachigen Raum so in Richtung verurteile niemanden, weil er oder sie anders sündigt als du. Das hört sich jetzt sehr krass an und schon religiös oder so. Aber ich finde, es lässt sich sehr gut übertragen, weil niemand macht alles perfekt und manche Dinge springen auf so klein, manche Leute springen auf so kleine Unterthemen, mhm, und machen aber selbst vielleicht was anderes falsch, sozusagen, was andere Leute vielleicht schlimmer finden würden. Und das finde ich, da muss man sich so ein bisschen selbst checken und überlegen, okay, will ich das jetzt wirklich kritisieren? Warum kritisiere ich das jetzt? Was ist mein Ziel? Und hat das überhaupt was Gutes, wenn ich das jetzt sage? So ist es. Ja, also, ja, finde ich sehr gut, was du sagst. Ich meine, am Ende sind wir alle gemeinsam hier auf diesem Planeten, ne? Und wir sollten uns eher gegenseitig unterstützen. Genau. Und weißt du, auch mal da abholen, wo wir sind, als gegeneinander zu agieren. Also dementsprechend, da bin ich 100% auf deiner Seite. Vielen Dank für den Einblick. Mich würde mal interessieren, wie sieht so ein klassischer Tag bei dir aus? Ja, was isst du zu den verschiedenen Tageszeiten? Weil wenn du einkaufen gehst, bist du dann auch tatsächlich so, dass du sagst, jetzt geht's wieder auf Schatzsuche, ja, Angebotssuche. Also mein Alltag sieht so aus, dass ich wirklich sehr oft einkaufen gehe tatsächlich und auch oft so wie so Window-Shopping mache. Also ich kaufe nicht unbedingt was, sondern ich gehe halt, weil ich ein neues Produkt suche oder weil ich Fotos für den Account machen möchte. Und was das Essen angeht, ich starte meistens mit Porridge morgens, zumindest in den kälteren Monaten. Und das pimpe ich mir dann mit verschiedenen Toppings. Und sonst, ich esse tatsächlich meistens zweimal warm. Ich bin nicht so die Brotesserin. Mhm. Also ich koche sehr gerne und dann mache ich das manchmal halt so, dass ich einmal Reste esse und dann noch einmal frisch koche, aber dann halt zu viel, damit ich am nächsten Tag noch mal Reste habe. So was in der Richtung. Ja, das ist gut. Das zweimal warm essen, damit holst du mich tatsächlich ab, weil das sieht bei mir genauso aus. Ja, super. Ja. Hast du eigentlich schon mal gehört, Grace, dieses Veganismus ist ja schön und gut, aber ist das nicht unglaublich teuer? Ja. Hast du schon mal gehört? Ja, habe ich tatsächlich schon mal gehört. Und was sagst du dann? Nein, folgen Sie mir auf Instagram, da zeige ich Ihnen, dass es nicht so ist. Der Drops ist gelutscht. Ja, und dann Thema beendet. Und dann sagen sie, oh, ich habe leider kein Instagram. Ja, siehst du, was machst du denn dann? Und dann sage ich, geh einfach zu Lidl einkaufen, dann siehst du es. Dass es nicht so ist, genau. Also ich sage halt, man kann, egal wie man sich ernährt, kann man viel Geld für Essen ausgeben und wenig Geld für Essen. Mhm. Ich würde aber auch nie leugnen, dass es doch tendenziell teurer ist als die klassische Omni-Ernährung, weil einfach die Produkte, wenn man sie eins zu eins miteinander vergleicht, am Ende im Normalfall teurer sind als das tierische Pendant. Mhm. Aber wir haben ja schon gesagt, es gibt Wege, wie man das umgehen kann, indem man halt die Ernährung ein bisschen anders gestaltet und dann sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus. Und ich habe es ja als Studentin geschafft, damals mich vegan zu ernähren. Und es gibt auch Leute, ne, die mir folgen und die mir so ein bisschen erzählen, wie das bei ihnen aussieht und die schaffen das auch. Ein Bekannter von mir war sogar auch schon wohnungslos und vegan. Also alles ist möglich. Ja, also wenn er ist wirklich so mein krassestes Beispiel. Wenn er das schon mal geschafft hat, dann, dann kann es eigentlich jeder schaffen. Rein theoretisch. Bin ich 100% bei dir. Und du hast eigentlich schon gut zusammengefasst. Also als du meintest, geh in den Lidl. Ich glaube grundsätzlich sollte man einfach die Sachen mal ausprobieren. Ne? Also man hört die Sachen immer und denkt so, hey, vegan ist doch super teuer. Ja, das hast du gehört. Probierst du einfach mal aus. Ja, geh doch mal rein. Oder ich nehme dich an die Hand, wir gehen rein und dann schauen wir mal. Gehen wir mal durch die Obst- und Gemüseabteilung durch. Gucken wir uns vielleicht mal, keine Ahnung, an welche Burger-Patties kaufst du so? Ich zeig dir mal, welche ich kaufe. Also da gibt es halt super viele Möglichkeiten. Man muss sich ein bisschen öffnen einfach nur, würde ich sagen. Sich öffnen und verabschieden von diesen ganzen komischen Glaubenssätzen, die man da immer so eingepeitscht bekommt. Genau. Ich glaube, es ist am Anfang vielleicht ein bisschen zeitaufwendig. Und man muss schon so drauf achten, wofür man jetzt Geld ausgibt und wofür nicht und wie man jetzt die neue Ernährung gestaltet. Aber deswegen bin ich halt auch Freundin davon zu sagen, mach's halt langsam, mhm, und gib dir einfach die Zeit, dass du dich in Ruhe umschaust, wo gibt's den günstigsten Käse, wo gibt's das günstige dies und das und was schmeckt mir, anstatt von heute auf morgen zu sagen, alles, was tierisch ist, schmeiß ich raus. Mhm.
und ab heute wird nur noch vegan eingekauft und vegan gegessen. Das kann bei vielen Leuten funktionieren, aber ich glaube, das ist zu viel auf einmal. Nee, das sorgt für eine gewisse Überforderung. Ja. Dann auch im Geldbeutel. Ja. Kann sein, ich weiß es nicht. Ja, ist echt so. Du hast ja gesagt, dass du die ganzen Produkte hier schon kennst. Mich würde mal interessieren, du kennst wahrscheinlich mega viele Produkte. Mhm. Und von allen Produkten, ja, du musst jetzt gar nicht eine spezielle Brand nennen, sondern mich würde einfach, was ist so dein Lieblingsprodukt? Gibt es das überhaupt? Oder, pass auf, ich formuliere um, aktuelles Lieblingsprodukt. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ich würde sagen, ich bin aktuell sehr happy mit der Entwicklung von veganer Schokolade. Ah. So allgemein auf dem Markt. Also da gibt es jetzt wirklich schon eine sehr große Auswahl und man kommt langsam an diesen Schmelz ran, den Milchschokolade hat. Ja. Und das war für mich immer sehr wichtig. Also vegane Schokolade hat sehr lang für mich so wässrig oder ölig geschmeckt, so ein bisschen geschmacklos und dass es halt im Mund nicht so zergangen ist. Und das entwickelt sich gerade in eine sehr gute Richtung, finde ich. Mhm. Und auch veganes Eis. Finde ich, entwickelt sich auch sehr toll. Ja, ich mag sehr gern Süßkram. Ja, das ist bei mir auch so. Merkt. Aber bist du tendenziell eher süß, Team Süß oder also mehr Team Süß als Team Salzig? Ja. Ja, okay. Bei mir ist einfach beides. Ja, ich esse schon beides, aber wenn es ums Snacken geht, dann lieber Schokolade als Chips. Ja, das finde ich sehr gut. Aber mir ist einfach egal, was du hinstellst. Ganz ehrlich, die ganzen Teller, ich kann ihn einfach wegnaschen. Ich könnte es auch machen. Wir reden über Schokolade. Ganz ehrlich, was machen wir uns vor? Ich mache einfach direkt mal Schokolade auf und nasche ein bisschen, wenn das für dich okay ist. Oder stört es dich? Nein, das stört mich nicht. Pass auf. Normaler Zustand. So sieht mein Wohnzimmertisch auch aus. Ernsthaft? Ja, jetzt außer halt diese unverpackten Sachen, aber... Darf ich habe immer irgendwas zum Knabbern parat. Ja, danke. Weißt du, was ich mache in der Zeit, in der du die Schokolade genießt? Erzähle ich dir etwas, wovor ich die ganze Zeit schon Angst habe. Oh Gott. Ja, pass auf. Mhm. Es gibt eine neue Kategorie, die ich mir habe einfallen lassen. Das vegane ABC. Kannst du dir schon darunter was vorstellen? Du sagst mir einen Buchstaben und ich muss ein veganes Produkt dir nennen, was mit dem Buchstaben anfängt. Hat man dir das vorher schon erzählt? Nein, Spaß, ist relativ okay. Es liegt auf der Hand. Okay. Aber wir machen so. ABC. Ich habe mir jetzt überlegt, um die Schwierigkeit vielleicht ein bisschen reinzubringen, sagst du zum Beispiel einen Buchstaben, bei dem wir beginnen. Und da machen wir immer das Alphabet. Und jeder muss ein Produkt sagen. Es gibt 3 Sekunden Zeit. Ich achte da wirklich akribisch drauf. Und innerhalb der 3 Sekunden musst du es nennen. Produkt, Lebensmittel, Hauptsache es ist vegan. 3 Leben. Was, und wir sagen uns gegenseitig die Buchstaben? Also, okay, lass doch bei A anfangen. Ich kann das ABC nur, wenn wir von A anfangen. Weißt du, wir machen zum Beispiel Apfel. Banane. Achso, du machst jetzt nicht C. Doch, eigentlich muss ich C machen. Das war jetzt nur ein Test. Warte. Gibt es ein veganes Produkt mit C? Clementine. Dann geht das Spiel jetzt los. Apfel. Banane. Clementin. Ist vorbei. Es geht aber weiter mit der Dill. D. Nee, zu spät, zu spät. Aha. Also 1-0 für mich. Es gibt 3 Runden. Ah, okay. Mhm. Ich habe dir doch gerade geholfen. Was ist denn damit? Das war doch nur eine Testrunde. Ach so. D. Datteln. Erdbeeren. Ich weiß es, aber ich kann es nicht mehr sagen, es ist zu spät eigentlich. 1-1, komm. F, bist du noch da? Das ist wirklich... Oh, jetzt habe ich mir schon G ausgedacht. Nee, du musst jetzt F machen. Ja, Falafel. Ach ja, voll der Klassiker. Gummibären, vegan, gibt's ja auch. Halloumi vegan. Sag einfach irgendwas oder sagst du... I, ey, ganz ehrlich, was ist denn los? Ich habe dieses Spiel mir ausgedacht, ich kann ja gar nichts. Okay, steht 2-1 für dich. Weißt du, das ist quasi jetzt Matchpoint. Wenn ich noch einmal was falsch mache, hast du das gewonnen. Wir sind bei I. Okay. H-I und danach kommt J. Instant-Nudeln. Joghurt? Schreibt man mit J? Hm. Kann man machen. Kakao. Was kommt nach K? J-K-L. L. Leinsamen. Mango. N?
Nüsse. Obst. Pommes. Okay. Es kommt nach B. P. Kuh? Kuh. Oh Gott, Quark. Soja. Quark, Soja. Klar. Quark in Klammern Soja. Kuh, kann ich mal mitziehen? Ich kann Kuh, ABC, QR, R. R wie, Wir gucken mal in den Kühlschrank. Reis! Ich hab's doch. S wie Salat. ABC, S, ABC, R, S. Was kommt nach S? T? T wie Teewurst. Vegan. In Klammern vegan. U. Damit steht der Gewinner fest. Woo! Ja. Nein, okay, es war mein Spiel. Und es war, ich habe es mir einfacher vorgestellt, aber es ist wirklich super kompliziert. Was man das ist ja Jonglieren im Gehirn. Du musst das Alphabet können. Da geht es bei mir schon los. Und dann musst du auch noch in der Lage sein, zu sagen, wo sind wir eigentlich gerade? Spannend. Wir waren lange nicht mehr in der Grundschule. Ich weiß nicht. Also bitte schließ nicht von dir auf andere. Okay. Naja. Komm, wir gehen wieder zurück in das Thema vegan, günstig, aber auch ausgewogen, sich zu ernähren. Und zwar habe ich folgende Frage. Wie wichtig findest du es eigentlich grundsätzlich, dass vegane Nahrung, Lebensmittel erschwinglich sind? Sehr wichtig. Sehr gut. Ich wünschte, wir hätten da ein bisschen mehr Unterstützung, was so das Thema Lebensmittel und Subventionen und so angeht. Also eigentlich wäre es nur logisch, wenn vegane Produkte günstiger wären, weil sie halt besser für die Umwelt und alles sind. Ne? Ich verstehe auch, warum sie nicht günstiger sind. Nachfrage und Angebot macht in der Hinsicht schon alles Sinn, so wie es ist. Produktentwicklung kostet ja auch. Aber es wäre halt insgesamt logischer, wenn man vielleicht die veganen Produkte subventionieren würde und nicht die tierischen. Das wäre ganz cool. Finde ich sehr wichtig. Sehr gut. Aber wie gesagt, ne, es ist ja eigentlich schon in der Hinsicht gedeckt, dass die Grundnahrungsmittel in Deutschland zumindest, da haben wir sehr Glück, relativ günstig sind. Aber also ich war vorletztes Jahr noch mal über einen längeren Zeitraum in den USA, ist eine Katastrophe. Also man kann es gar nicht vergleichen. Wieso? Es ist so teuer. Ja? Alles, also wirklich von Lebensmitteln über Klopapier bis Duschgel, richtig absurd. Crazy. Und als ich da wieder in Deutschland war, dachte ich mir so, Halleluja, gut, dass ich hier wohne. Gut zu hören auch mal, ne? Also, oder beziehungsweise auch mal gut zu, dann wieder in den Kopf zu bekommen, ne? Also das, wie gut man es manchmal hat, ne? Mhm. Wir haben ja bisher sehr viel darüber gesprochen, was man richtig machen sollte beim Einkaufen, ne? Also was man machen kann, um zu sparen. Gibt es aus deiner Perspektive Fehler, die man immer macht, wenn man einkaufen geht und die man eigentlich vermeiden sollte? Wie beispielsweise, so wie ich das mache. Ich laufe durch und sage, erstmal, ich mache ein Beispiel. Mit hungrigem Magen einkaufen. Mhm. Ja, das ist Fehler Nummer eins. Was auch vielleicht ein Fehler ist, ist unvorbereitet einkaufen gehen. Wobei ich das auch so mache, ne? Aber ich gehe halt auch so ein bisschen aus anderen Motivationsgründen einkaufen. Ist ja bei mir eh alles so ein bisschen anders. Aber wenn man unvorbereitet einkaufen geht, dann kann es sehr schnell passieren, dass man Dinge kauft, die nicht zusammenpassen. Innerhalb dieses Einkaufs oder halt auch mit den Dingen, die man zu Hause hat. Mhm. Und am Ende kann man nichts damit anfangen und es landet im Müll. Das ist halt so nicht so toll, ne? Mhm. Also dann hast du Geld verschwendet, hast Lebensmittel verschwendet. Also würde ich sagen, so ein bisschen Wissen, was man die nächsten Tage oder je nachdem, in welchen Abständen man einkaufen geht, was man so kochen möchte, was man so essen möchte, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ansonsten finde ich es halt praktisch, ne? Deswegen gibt es ja den Account auch, vorher gucken, wo ist was günstig und in welchem Supermarkt macht es gerade für mich am meisten Sinn, einkaufen zu gehen, weil es da die Produkte günstig gibt,
die ich gerne esse oder die ich diese Woche zubereiten möchte. So. Aber dafür muss ich ja gar nicht bei dir gucken, das kann ich ja so beantworten. Bei Lidl. Frag doch mich einfach. Ich weiß natürlich, was du meinst. Grace, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich waren da super viele Sachen dabei, die ich ungelogen so umsetzen werde. Also ich fand es wirklich spannend, du hast mir coole Tipps gegeben. Ich fand es sowieso grundsätzlich mal spannend, mit dir darüber zu sprechen, weil du dich halt die ganze Zeit damit auseinandersetzt. Und ich interessiere mich natürlich auch, was ihr von diesem Gespräch haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Findet ihr, wir haben alle Tipps. Habt ihr noch irgendwelche Zaubergeheimtipps, die jetzt hier nicht erwähnt wurden? Oder konntet ihr auch ein paar Sachen für euch mitnehmen? Lasst es uns gerne wissen. Apropos lassen, lasst doch gerne ein Abo da. Und ein Like, dann haben wir alles tatsächlich. Und würde sagen, freut euch auf die nächste Folge. Es wird großartig und wir werden weiterhin Wissen vermitteln. Heute auf das Wissen von dir bin ich sehr stolz, dass jetzt bei mir angekommen ist und werde es direkt meiner Mama erzählen. Damit sie auch, alle Leute, die ich kenne, damit sie alle deine Tipps auch anwenden. Weil ich finde es echt, finde es auch mal gut, wenn man mal guckt, was gebe ich eigentlich aus und wie kann ich das optimieren. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ich würde sagen, wir sehen uns und sagen, das war's. Das war's.